Hallo, euer Weikünger, mit recht herzlich willkommen auf meinem Rostecken-Kanal und zu einem kleinen Indie-Horror-Spielchen. Heute spielen wir zusammen, die Demo ist, glaube ich, von Snowman Time. Schneemanns Zeit, die Zeit des Schneemanns. Ist mit der Unreal Engine gemacht. Epic. Sound. Prozent. New Game. Und ist von den russischen Entwicklern, glaube ich. Tun wir Access Objects klicken. Chargrill. Hier kann ich mich wärmen. Ich habe auch keine Ahnung, um was es hier geht. Ich weiß nur, ich entferne mich wieder vom Feuer. Und ihr seht ja unten links, geht die Temperatur zurück. Das heißt, ich muss mich wieder wärmen. Sieben, also oben, man muss was finden. Wir wärmen uns mal auf. 7 Eier? Maybe. Okay. Ich laufe jetzt ab. Oh. Leuchtet es? Ich bin hier mit auf dem Baum. Ich renne mal ein bisschen. Aber hier scheint Ruine. Eine Ruine. Hier können wir uns wieder wärmen. Wir haben Geschenke bekommen. 2 von 7. Eine Ruine. Crazy. Winterzeit, ich kann drauf verzichten. Oh, wir gehen durchs Gebüsch. Durch den Wald. Durch den finsteren Wald in der russischen Tundra oder Tiger? Was ist kalt? Tundra oder Tiger? Ich weiß es nicht. Ab nach Novosibirsk. Ich bin hier voll im Schnee. Ich finde hier nie wieder raus, Leute. Wir müssen uns hier durchkämpfen. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwo ein Monster kommt oder irgendwas. Vor allem habe ich da absolut keinen Plan, wo ich mich da hin bewege. Aber wir haben zumindest mal die Ruinen gefunden. Wenigstens was. Weg, weg, durch die Bäume. Leave the village. Ja, mal die Stadt. Ein bisschen wieder wärmen. Mysteriöses Spiel. Lang darf es nicht mehr gehen, weil ich muss ja nach meinem Kuchen gucken, den ich im Ofen habe. What?
der Hacker hat mich. Die bösen Schlimmer. Wärme mich auf, damit ich nicht erfriere. Wenn ich diesen Weg laufe, müsste ich ja zu den Ruinen kommen, oder? Normal. Aber ob ich jetzt nochmal den Weg nach draußen finde, um die Stadt zu verlassen, das weiß ich halt nicht, Leute. Wir haben die Geschenke. Wir heizen uns auf. Jetzt in der Hoffnung. Das ist halt das Problem bei dem Spiel. Man läuft dann ewig in der Botanik rum. Ohne Plan, ohne zu wissen, wohin man jetzt eigentlich letztendlich läuft. Weil ich sehe auch nichts. Und es sind halt so weite Wege. Ich sehe. Und ja, links. Und ansonsten ist es einfach zu dunkel. Ich meine, die Musik ist schön. Auf jeden Fall leuchtet da hinten was. Hey. Lass mich da hoch. Wo sind wir denn jetzt? Das haben wir vorhin aber auch noch nicht. Also gesehen haben wir auf jeden Fall schon mal viel. Mysteriös. Seven Days. Wieso kann ich das nicht nehmen? Sieben Tage. Und wir sind schon wieder tot. Ja, Freunde. Ich würde sagen, da es eine Demo ist. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch irgendwas mit der Folklore zu tun hat in dem Land. Ich glaube, es ist von russischen Entwicklern, dass mit diesen Schneemännern oder. Aber es ist halt noch ziemlich unausgereift, selbst für eine Demo. Aber wir haben viel gesehen. Wir haben viererlei Orte gesehen. Wir sind zweimal vom Schneemann eingefangen worden. Die Musik ist wunderschön. Aber ansonsten halt nicht ganz so mein Ding und auch. Zur Jahreszeit irgendwie nicht mehr passend, oder? Eigentlich sollte der Winter so langsam dann rum sein und der Frühling mal Einkehr finden. Das war auf jeden Fall Snowman Time. Spasiba. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf meinem Rossi-Kanal. Bitte bewertet auch dieses Video, schreibt was in die Kommentare, aktiviert die Glocke und falls ihr noch kein Abo habt, einfach nur aufs Köpfchen drücken, press the Head-Button to subscribe. Ansonsten genießt das Leben, enjoy your life, habt Spaß miteinander, verhaut ihr nicht und bis zum nächsten Mal. Ich sage tschö, mit und Finger, Digga, Rotz, euer Rostiger Rentner. Thank you, goodbye, spasiba.